Sehr schön. So, und ich kaufe hier Eve-Spritzen. So, 6 reichen erstmal. Ich höre Stimmen. Ah. Da ist er. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk. An deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Der Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Dank der so, da kommen wir nicht durch. Ist Schönheit nicht länger. Warum kommen wir da nicht durch? Oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Oh. Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Da ist auch so eine Tür. Ah, da komme ich zumindest durch. Ästhetik, ah, Moral Imperative. Also, warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin noch nicht oh. Fertig. Ich bin nicht fertig. Bleib hier. Und dein Weg in die Chirurgie finden. Damit zu stylen. Toll. Nur Mut. Gott mag keine Brücke, Berger. Warum zögerst du? Schnell! Verriegel die Tür! Das Bleisterter lässt es krachen wie zu Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Wenn du nur eine dieser Bomben erwischen könntest, die er schmeißt, damit könntest du den Spieß umdrehen oder dir den Weg freisprengen. Tja, okay. Ach, da unten ist er. Ach, okay, verstehe. Moment, F. So, jetzt bitte. Oh, jetzt hab ich... Verdammt, das wollte ich ja nicht. Ich wollte die ja eigentlich behalten. So. Hui, sehr schön. Haben wir gut gemacht. So. Ah, jetzt aber schnell hier kurz durch. Oh, hi. Symmetrie. Heute habe ich mit der Göttin zum Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was willst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Ups, falscher Knopf. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Ja, gut, jetzt war wieder etwas durcheinander gerade. So, einmal darunter. Einmal darunter bitte. Danke, wo ist denn da überhaupt der Auslass? Da unten ist der Auslass. Ach hey, wie soll man denn da runterkommen? Gut, ich meine, wir könnten auf jeden Fall hier. So, ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt bräuchte ich nur noch eine horizontale und gutes. So, go. So, danke, der gehört jetzt mir. Ah, jetzt kann ich da auf einmal durch. Okay. Ach, da hinten ist noch so eine Maschine. So, komm, dann hacken wir die eben auch nochmal schnell. Was ist denn das? Alarmplatte, beendet den Hackvorgang und sendet Alarme aus. Unbedingt vermeiden, okay. Ganz neue Geschichten wieder auf einmal, auf die man hier aufpassen muss. So ein lustiger auch wer... Na super. Okay, also ich kann hier nicht durch. Das ist nicht so schön. So, dann müssen wir eben hier kurz durch. Einmal darüber. So, einmal da hoch. Es wird ja immer interessanter, dieses Hacken. So, und geschafft. Flup. So, jetzt aber bloß nicht zu schnell voranlaufen. Weil da ist eine Eve-Spritze. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und was haben wir da noch? 0-0 steht, okay. War ja nicht auch noch irgendwo... ...so ein Tonikum-Ding? Habe ich mich da geirrt? Keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich jetzt liegen gelassen, versehentlich. Im Eifer des Gefechts. So, dann gucken wir mal. Ja, genau. Gucken wir da mal rein. Oh, oh. So, da. Nee, schnell. Die Schrotflinte. Also die.
Ding jetzt nicht. Ah, ich versuche immer zu ziehen. So, gut, die Kamera wäre dann kaputt, hätte ich gesagt. Ja. So, was ist da sonst so zu finden? So. Oh, falsch. Ach, ich kann sogar ziehen mit Z. Cool. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Okay. So, ein Safe hacken wir natürlich schnell. Oh, der ist gut, der Safe. Der könnte gefährlich werden. Da sind jetzt haufenweise lustige Dinger zu finden. So, und einmal da nach unten. Ach komm, ernsthaft? Verdammt. So, nach unten und dann hier so ein Dingens rein. Ach so, da haben wir eh das da schon. So, und go. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Geht doch. So, ich habe jetzt wieder neun Bandagen. Wie es aussieht, also, ja. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, jetzt sind wir hier. Wo sind wir denn eigentlich auf der Karte jetzt gerade? Achso, wir sind eh da irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. So, eine Heilungsstation. R, um deine Waffe zu laden. Ja, dann machen wir das doch mal. Wenn mir das Spiel das sagt, dann müssen wir das schon mal machen. So. Lagerkisten. Looten. Schrotlooten. Ah, da vorne ist einer. Sehr schön. So. Soll ich bloß mit dem hier anfangen, Aphrodite? Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Hier zu fett, hier zu groß, hier zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Oh. Ich glaube, er hat mich gesehen. So. Einfach mal kurz ein bisschen draufballern, ja. Schön, dass sich der mehr meinen Turm annimmt als mir. Das ist gut so. Der hält aber einiges aus und der läuft immer herum. Oh, nachladen. Leute nach. Oh. So, wo ist er? Lade nach. Achso. Lade nach. So, kurz. Darf aber nicht wahr sein, wie viel. Hält der bitte aus? Moment, nehmen wir da mal die panzerbrechende Munition. Die müsste ja ein bisschen stärker sein. So, einmal kurz den da machen. Bitte einmal kurz. Bleibst du stehen? So. Genau. Panzerbrechende Munition war definitiv stärker. Ein Notschlüssel. Sehr schön. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss deinen Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mache mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Öffne den Notzugang. Okay. Alter. Ah, ein Tagebuch. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht gemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein. Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Ah ja, okay. Ja gut, also er wurde dann schon ein bisschen wahnsinnig, wie es aussieht. So. Wie alle hier. Es gehört ja offensichtlich zum guten Ton. So. Einmal da nach unten. So, dann einmal noch so ein Knie rein. Zack und go. Sehr schön. Toll, ich habe so viele Verbandskästen, ich brauche keine mehr. Das ist ja schön. Medistation heilen. Ja, auf jeden Fall. Nee, danke. So. Gut, da ist noch ein Schrank. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin?
Da, ich möchte aber trotzdem da noch rein. Vielleicht müssen wir da jetzt durch, weil da jetzt der eine Böse beim Rückweg ist. Das kann ja durchaus sein. So. Gut, aber jetzt muss ich hier erstmal wieder rausfinden. Da geht's raus. Oh, ich eigentlich hier, nehmen wir lieber die Waffe, ja. Nachladen. So. War das Geräusch vorher auch schon da? Die tolle Musik. Oh, hi! Ah, ich sehe gerade, da liegt was. Statische Entladung. Neues Tonikum. Statische Entladung. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung. Macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jedem Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt. So, wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jeden in der Nähe Schaden zu. Das lag vorher auch schon da, oder? Ich war nur zu blöd, um es zu sehen, oder? So. Also Verbandskästen sind voll. Hallo. Was? Moment, kann ich hier? Nee, kann ich keine? Ich frage mich wirklich, wo ich jetzt mehr Slots kaufen kann. Und irgendwo sind immer noch Gegner. Ich höre da immer wieder was. Das ist echt immer so ein bisschen schwierig, ne? Oh oh. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Wow, oh, was war das jetzt? Gut, da kommen wir nicht durch. Okay. Oh. Verdammt. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Was? Ich möchte nicht an Adam kommen. Was? Wie? Wo? Was? Bouncer. Oh, wo kamen denn die jetzt her? Okay. Was? Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Warum? Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Ach, hier müssen wir jetzt moralische Entscheidungen treffen, oder was? Entscheide dich, ob du Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Ja, komm, wir retten sie, oder? Ja. Nein. Sag nicht nein, ich will dich doch nur retten. Ach, ey. Danke. Gut, die sieht jetzt auch nicht... Alter, läuft mich die einfach über den Haufen. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Erstmal besaufen. Zeit fürs Heilbettchen, Mr. B. So, jetzt habe ich Adam? Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ach, das schaffen wir so auch. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherers Garden Automat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein und zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ah. So, gut. Verbandskasten brauchen wir nicht. Was ist da? Die
Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Muss ich das jetzt mitnehmen? Nee. Filmrolle abspielen, nee. Ich glaube, ja, gut, ich muss, glaube ich, einmal E drücken. So, Gen-Upgrades kaufen. Zorn, Körperpanzerung, Eve-Link, Gesundheits-Upgrade, Eve-Upgrade. Erhöht Maximum Eve, maximale Gesundheit. Verbandskästen verleihen auch Eve. Verringert alle physischen Schaden. Macht das Ziel wütend und lässt es jemanden anderen außer dir angreifen. Das ist eine gute Frage. Soll man da irgendwas kaufen? Erhöht ihr Maximum Eve. Das wäre dann alles gleich weg. Verringert alle physischen Schäden. Komm, das machen wir mal. Körperpanzerung ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen und bietet einen fantastischen Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Seien Sie kein Softie. Besorgen Sie sich unseren Körperschutz noch heute. Ja, blöd, dass ich jetzt in Genbank legen. So, ist jetzt die Frage, die Gen... Achso, da muss ich so ein Gen-Dingens... Aber ich kann... Warum kann ich jetzt... Ich möchte mehr Slots kaufen in Wirklichkeit. Slot-Upgrades. Das, ich dachte, das ging auch hier. Verbandskästen verleihen auch Eve. Holen Sie mit Eve Link mehr aus Ihren Verbandskästen heraus. Diese revolutionäre neue Gentonikum lässt Ihren Körper Eve produzieren, wenn Sie Verbandskästen verwenden. Du hast dein erstes Körpertonikum erhalten. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmin und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. Ja, schön. Sehr schön. So, okay. Sind wir da jetzt überhaupt noch richtig? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Was war da? Verkaufsautomat. Genbanken haben wir ja hier keine. Weiß ich nicht. Na gut, dann raus da. Ach, ich kann panzerbrechende Munition. Habe ich auch das Limit schon erreicht. Dann sollten wir das vielleicht öfter mal verwenden. Sie hat ein Auge geworfen. Halten Sie auf. Ja. Ich gucke jetzt nochmal kurz hier. Können wir jetzt hier irgendwas kaufen? Irgendwas Besseres? Im Zirkus der Werte. Nö. Das ist ein separater Munitionsautomat. Nee, brauchen wir auch nichts. Wow. Alter, schreckt mich der. Gut, dann eben da mal wieder weiter. Weil ich möchte ehrlich gesagt ja trotzdem... Genau, hier. Ich möchte hier ehrlich gesagt... dann weiteren Slot irgendwann freischalten. Bald mal. Wäre schon gut. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schrecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Wow. Weiter vorn ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Ja, das mache ich doch gerade. Oh oh, er hat mich paralysiert. Zum Glück haben wir so viel panzerbrechende Munition uns eingesammelt, ja. Ich könnte aber ehrlich gesagt auch Däger machen. Wow. 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 Okay, also der ist böse. Ja, der ist definitiv... Oh, verdammt. Antipersonen? Nee, komm, machen wir den da. Wow. Wow, Alter. Oh, 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 oh. So. Er ist fast tot. Gut, er ist tot. Ich hab's geschafft. So, komm, ich möchte dich ehrlich gesagt wieder retten. Puh, ja, wir retten die alle. Ich weiß nicht, ob's gut ist. Zwei von zwei Gayferer extrahiert. Puh, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, den haben wir eh schon gehackt. Ja, komm, wir... Ne, wir brauchen uns... Ja, komm, wir heilen uns hier, ist okay. So, was haben wir da? Antipersonen und MG-Patronen. So, da haben wir Schrot. Bitte einmal nachladen. Puh, das war jetzt... böse. Aber jetzt muss ich irgendwie...
Was war jetzt 2 von 2 extrahiert? Ich kapier's nicht. Muss ich jetzt irgendwo noch was... Nö. Wie kommen wir da jetzt eigentlich raus? Ach stimmt, da vorne muss ich raus, ne? So. Stimmt, ich habe keine panzerbrechenden Kugeln mehr, weil die habe ich jetzt gerade alle verschossen. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt.